Volk politisch zu manipulieren, die politischen Machtspiele zu missbrauchen. Da kann ich nur sagen, habe ich vor dieser Politik keine Achtung mehr. Da kann ich sagen, vor dieser Politik in Berlin wird mir wirklich schlecht, lieber Freund. Das bringt mich auch noch zwei Bergen. Habe ich jetzt optisch gewonnen? Bitte? Habe ich jetzt optisch gewonnen? Ja, ja, cool. Ja, ja, sieht man das Alter nicht so, ne? 100 Milliarden, nehmen wir die doch mal. 100 Milliarden. Bleiben wir auch bei dem Abbau. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass die Leute nicht so. Aber die eine Dame sagt, dafür brauchst du ja auch Soldaten. Optisch hätte ich jetzt so gewonnen. Also Soldaten haben wir nicht und die Rüstungsindustrie haben wir auch nicht. Also wird aus diesem 100-Milliarden-Paket eigentlich wieder eins. Ein Wirtschaftswunderprogramm für Amerika war bestimmt 60 bis 80 Milliarden werden in die Vereinigten Staaten fließen, damit wir ihre Waffen kaufen. Das ist doch am Blödsinn nicht mehr zu übertreiben. Unsere Industrie liegt am Boden, unsere Rüstungsindustrie, unsere Automobilindustrie. Alles, was wir je hatten, ist platt gemacht. Und wir feiern das aus noch als Fortschritt, liebe Freunde. Also wie dumm muss man denn da noch sein? Und deswegen ist der 17. März für uns mehr als nur ein Tag der Impfpflicht, oder nicht? Es ist das erste, und bleiben wir mal in diesem Bild, Gefecht, was wir leisten müssen, weil hier wird sich zeigen,
ob der Staat bereit ist, uns unsere Freiheiten zu nehmen. Und wenn er damit durchkommt, ist jedes Tür und jedes Tor offen und uns weiter zu beschränken, uns weiter einzuschüchtern und uns von Tag zu Tag, und das hat Westerwelle, er hat gesagt, die Freiheit ist nicht einfach so weg, sondern sie stirbt von Tag zu Tag ein Stückchen. Und irgendwann wirst du nicht mehr merken, dass sie weg ist. Und so machen sie es in der Politik Stückchen für Stückchen. Wir stehen hier für gesund ohne Zwang und die anderen stehen für ein bisschen Freiheit mit Zwang. Und deswegen sind Sie hier auf der richtigen Veranstaltung. Wir sind nämlich die Freiheitspartei, die einzige Freiheitspartei, die es hier in Deutschland noch gibt, liebe Freunde. Damit schließe ich meine Rede. Und ich habe ja gesagt, konnten Sie sich vorstellen, 2015, wie sich unser Land verändert. 2015 habe ich gesagt, war die Flüchtlingswelle. Und 2022 wird eine Flüchtlingswelle nach Deutschland kommen. Dabei gehen wir die Flüchtlingswelle 2015 mit dem Aus-Kino. Wir können uns davon einstellen, dass hier in Deutschland locker 2 bis 3 Millionen Flüchtlinge aufnehmen. Nicht gegen Flüchtlinge, wirklich nicht. Helfen ist Pflicht, aber das kann man anders lösen. Aber auch hier werden wir definitiv überfordert. Hier werden wir ausgeblutet. Und hier müssen wir wirklich ganz klar hingucken, was hier passiert. Deswegen sage ich, der Kreis schießt die 2015 die Flüchtlingsbewegung, 2022 die Flüchtlingsbewegung. Und wir müssen aufstehen für das Recht und die Freiheit unseres Vaterlandes. Und das ist ja das, was unser Lied ausmacht. Einigkeit, Recht und Freiheit. Die Einigkeit ist am Rücken, das Recht liegt zertreten auf der Straße und unsere Freiheit ist bedroht. Deswegen lasst uns unser Lied der deutschen Einigkeit und Recht und Freiheit wieder zum Leben erwecken. Seien wir die Tapferen, seien wir die Mutigen, seien wir die Deutschen und stehen wir auf für die Freiheit mit der Freiheitspartei der AfD. Dankeschön, liebe Freunde.